Markus Lanz, der sich die Abwrackprämie für Wetten, dass eingesteckt hat und sich immer noch darüber freut, wie naiv der ZDF-Chef damals war. Cool für ihn. Jetzt in der Krise, Überraschung, TV Deutschland wendet sich Markus Lanz zu, weil er nun plötzlich Politiker sprachlos macht. Und wir beide, Herr Laschet, kennen uns lange und gut genug. Wir schauen uns dabei tief in die Augen. Das war kein Zufall. Wo sich die beiden wohl kennengelernt haben und sich das erste Mal so richtig tief in die Augen geschaut haben? Mit dieser Lanz-Art bekommt er gerade immer mehr Fans. Zum Beispiel sogar Felix Lobrecht. Wir haben gestern schön Bundesliga geguckt oder Lanz haben wir uns angeguckt, wenn er da mal wieder reihenweise die Leute auseinanderfickt. Das war übrigens auch der Arbeitstitel von Lanz' Sendung. Schönen guten Abend, ich freue mich sehr, dass Sie alle dabei sind. Herzlich willkommen zu unserer Sendung. Ja, die Runde weiß noch nicht, was hier blüht. Warum ist Markus Lanz gerade so erfolgreich und so beliebt? Das ist heute unsere Story. Von Markus Lanz war man lange vor allem eins gewöhnt. Feel good talk. Manchmal lustig, bloß nicht zu anstrengend. Wie hier mit Ex-Fußballer Mario Basler über dessen Routine vor wichtigen Spielen. Der Abend vor dem Spiel. Die Nacht davor, ja. Wir haben ja du hast eben gesagt, ein paar Bier. Ja. Was? Ja, 7, 8, 9. Das sind die Fragen, die sich Armin Laschet gewünscht hat. Eine bunte Runde mit Fußballern, Schauspielerinnen, Stars aus aller Welt und hin und wieder eine Politikerin. Was zum Wohlfühlen spätabends im ZDF. Und genau darum haben ihn Politiker oft nicht ernst genommen. Wir reden gleich intensiv, auch inhaltlich. Das habe ich mir heute fest für die Sendung vorgenommen, weil ich gerne wissen wollen würde. Herr Habeck lacht, warum? Wie bitter ist das denn? Du sagst als Moderator, was du vorhast und deine Gäste lachen dich aus. Denn für viele war Lanz nur ein selbstverliebter, belanglos Talker. Es gab sogar mal eine Petition mit dem Titel Raus mit Markus Lanz aus meinem Rundfunkbeitrag mit mehr als 230.000 Unterstützern. Das ist eine Unterschrift pro getrunkene Mario Basler Karrierebier. Auch viele Medien haben jahrelang nur auf Lanz eingeprügelt. Solch ein Mann dürfte nie und nimmer eine Talkshow leiten. Nun tut das aber Markus Lanz seit Jahren. Und es ist eines der großen Rätsel, dass er das trotz seiner offensichtlichen Unfähigkeit immer noch tut. Und Markus Lanz nur so. Kann doch nicht wahr sein. Vieles ist schiefgegangen für Lanz. Wetten, dass die erfolgreichste Live-Show Europas, die hat er gekillt. Zumindest sehen das viele so. Und seine Talkshow bekommt mehr als ein Jahrzehnt lang auf die Fresse. Tja, aber jetzt fast nur noch Lob. Selbst vom Chefkolumnisten der Bild, Franz Josef Wagner, hier rechts zu sehen mit seinem menschlichen Feuerzeug Alexander Graf von Schönburg-Glauchau. Alex, mach die Kippe an, es kommt wieder Luft in die Lunge. Bei Lanz ist Wagner aber richtig überschwänglich, ja, auf so abstruse Weise, dass wir euch den Originaltext, den er an Markus Lanz geschrieben hat, passend bebildert haben. Ihre Karriere ist atemberaubend. Südtiroler Bauernjunge. Deutsch sprach man nur in der Familie. Heute sind Sie einer der besten Talkmaster Deutschlands. Ich glaube, er fragt nach seinem eigenen Leben. Seine größte Niederlage war Wetten, dass. All seine Niederlagen haben Markus Lanz zu dem besten Frager unserer Republik gemacht. Herzlichst, Ihr Jans-Josef Fragner. Was für ein Text. Lanz wird vom Medienboomer zum Liebling. Quotenrekord für ZDF-Talker. Lanz mit fast 20% Marktanteil beim jungen Publikum. Tja, junges Publikum, das ist das Schwerste zum Erobern. Viele von denen haben noch einen Puls. Also, was ist denn da passiert?
dass Markus Lanz als Deutschlands bester Talkmaster abgefeiert wird. Nun, da wären zum einen die Gespräche. Die Art, wie Lanz Interviews führt. Dafür hat er früher viel Kritik kassiert. Es war, als würde man versuchen, eine inhaltliche Diskussion mit einem Sechsjährigen zu führen, der als Argumente 200 Fleischbällchen in Tomatensauce hat und bereit ist, jedes einzelne abzufeuern. Das war 2014. Und gemeint war sein Gespräch mit der damaligen Vizechefin der Linken, Sarah Wagenknecht. Sarah Wagenknecht hier zu sehen, wie sie ihrem Nachbarn eine komplette Schlafzimmereinrichtung auf Rechnung bestellt hat. Ernste Talks mit Politikerinnen waren da für ihn noch die große Ausnahme. Und Lanz ist ihr dauernd ins Wort gefallen. Große Banken begünstigen. Raus aus dem Euro oder drin bleiben? Das ist überhaupt nicht die Frage. Der Euro raus ist oder jetzt, rein? Der Euro ist jetzt, na rein können wir nicht, wir sind drin. Und ob man ihn auflösen sollte, ist, denke ich, jetzt aktuell nicht das Problem. Wir müssen nur gucken, die Frage würde ich trotzdem noch mal gerne stellen. Ja, raus oder rein? Raus oder rein? So rede ich auch immer mit meiner Katze. Raus oder rein? Du fettes Fellknäuel, das so süß ist. Also bitte, komm rein. Eine Maus dabei. Weg, weg, weg. Entschuldigung. Also, Politiker nicht ausreden lassen. Vor ein paar Jahren kam das noch ganz schlecht an. Keine Manieren, dieser Lanz. Und heute? Heute gefällt genau das irgendwelchen Leuten im Internet. Ja, glaubt ihr nicht? Doch, hier, wir haben jemanden gefunden, der das sagt. Ich konnte ihn früher gar nicht haben, aber jetzt trägt er so ein bisschen die Ungeduld nach außen, die, glaube ich, alle, die auf ihrer Couch zu Hause sitzen und zugucken, auch haben. Podcast-Empfehlung. Nun, woher kommt das? Wir wollten einfach selber mal nachfragen beim Lanz-Team und wir haben also angerufen. Ja, hallo? Hallo, ist da das Markus-Lanz-Team? Ja. Kann ich vielleicht mal mit dem Markus sprechen? Oh, Entschuldigung, einen Moment, ich wurde gekitzelt. Markus, kommst du kurz? Und siehe da, wir haben ihn bekommen. Markus Heidemanns, hier links zu sehen, neben Lanz. Der ist langjähriger Produzent der Lanz-TV-Show. Und mit uns hat er darüber gesprochen, was sich konkret in den letzten Monaten geändert hat. Die zweite Welle nach Corona, auch was die Aufmerksamkeit unserer Sendung angeht, die kam jetzt ja nicht über Corona, sondern eher über die politischen Interviews, die wir führen. Aha, die Leute wollen in der Krise Politiker sehen. Genauer gesagt, sie wollen sehen, wie Politiker auseinandergenommen werden. Da hat sich Frust angestaut. Und auf einmal passt Lanz perfekt mit seiner Art. Es kann gar nicht deftig genug sein. Ein perfektes Beispiel dafür war sein Interview mit CDU-Chef Armin Laschet. Den hat Lanz immer wieder gut gelaunt niedergestreckt. Herr Laschet, wer hat denn jetzt 16 Jahre regiert? Das hat doch damit nichts zu tun. Doch? Nein. Doch. Nein, 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 nein. Das, nicht? Das hat damit auch zu tun. Ja, doch. Gut, dass wir uns darauf. Ja. Nein. Na? Gar nicht. Egal. Und die sonst lanzkritischen Medien haben gejubelt. Mit gezielten Lanzismen wiegte der Moderator seinen Gast Armin Laschet in Sicherheit und brachte ihn dann zur Strecke wie ein Matador, das orientierungslose Rindvieh. Lanzismen? Jetzt könnten Zuschauer denken, ach, hat sich das der Journalist da eben ausgedacht? Nee, nee, nee. Lanzismus, diesen Begriff, gibt es schon seit dem Mittelalter. Im Toulouse des frühen 13. Jahrhunderts machten sich mehrere Ketzerbewegungen breit. Eine sehr kurzlebige, aber hochinteressante dieser Bewegungen fiel dadurch auf, den jeweiligen Fürsten immer wieder nervende, bohrende, möchtegern philosophische Fragen zu stellen. Die Fürsten reagierten auf diese Vorkommnisse grausam und schnell und exekutierten die Übeltäter mit stumpfen Lanzen. Ein langsamer, schmerzhafter Tod. Diese sehr speziellen, nervigen Ketzer wurden deshalb Lanzisten getauft. In den seltenen Fällen, in denen die Bevölkerung tatsächlich hinter den Ketzern stand, wurden von ihnen die Lanzen gebrochen. Daher das heutige Sprichwort, für jemanden eine Lanze brechen. Markus Lanz Interviewtechnik ist also gar keine andere. Sie erlebt nur gerade ihre beste Zeit. Und Lanz hat noch mehr Glück. Denn das Studio, das ist sein zweiter Erfolgsfaktor. Lanz musste sein Studio Corona-gerecht machen. Der große Unterschied? Kein Publikum mehr. Und das ist tatsächlich sehr gut für Lanz. Denn mit den Zuschauern war er oft nicht einverstanden. Hier wieder mal ein Beispiel mit Wagenknecht. Spätestens wenn Sie ausscheiden, mit hochdotierten Posten belohnen, das ist Korruption. Und das hat nichts mit Demokratie zu tun. Das ist Aushöhlung von Demokratie. Selbst Gregor Gysi hält. Das sind doch
Mal im Ernst, das sind doch so schrille Töne und auch populistische Töne, für die man dann auch Applaus kriegt, wie Sie gerade gemerkt haben. Ja, Applaus ist Applaus. Egal ob populistisch oder eingespielt, von einem verdammt gut aussehenden Publikum. Habe ich recht? Geht runter wie Butter. Applaus hat Lanz in bestimmten Situationen nie gepasst. Von alleine hätte er und sein Team aber die Zuschauer nicht rausgeworfen. Eine glückliche Fügung für Lanz. Wenn nicht zwischen einer Antwort nochmal ein Applaus oder irgendwas kommt oder der Politiker sich darauf zurückziehen kann und dass man abwartet, was die Reaktion dabei ist, dass man halt ganz nah und tief dran ist. Ganz nah und ganz tief. Beim Duell mit Laschet war das gut zu sehen. Beispiel: Lanz will, dass Laschet zugibt, der Besserwisser Markus Söder nervt ihn. Ist nicht gut. Jeder der 16, ich kenne alle Kollegen, jeder bemüht sich für sein Land. Mhm. Der braucht keine Belehrung von anderen. Ist so. Sie sind doch angefasst. Nein, ich finde... Lanz selbst bleibt ganz leise und zieht Laschet durch die Stille immer näher zu sich. Nach dem Ist so hätte das Publikum sonst wohl gelacht. Jetzt ist Laschet aber alleine. Und stimmt Lanz am Ende zumindest teilweise zu. Lanz selbst ist vom neuen Setting ganz begeistert. Unsere Sendung ist inzwischen eher wie ein Kammerspiel. Ich habe das Gefühl, die Gäste sind noch konzentrierter, unaufgeregter. Nach neuen Beruhigungsbier am Vorabend auch verständlich. Corona war für Lanz Show doppeltes Glück. Erstens haben die Leute jetzt viel mehr Lust auf seine unnachgiebige Art bei Politikern. Und zweitens lenkt das Publikum nicht mehr ab. Aber die bei Lanz haben auch was aktiv verändert. Nämlich die Gäste. Die Pandemie bringt viele ernste Themen. Also weniger beliebige Promis, sondern mehr Expertinnen und Experten. Und die setzt Lanz für seine Zwecke ein. Es soll die perfekte Komposition sein im Studio. Also perfekt für Lanz. Wie beim Interview mit AfDlerin Alice, meine Alternative für Deutschland heißt Schweiz, Weidel. Denn das Setting war voll auf Weidel ausgerichtet. Zu Gast war neben Weidel zum Beispiel ein Virologe. Und der hat sie direkt angegriffen. Mit Zahlen, Daten, Fakten, da hat Ihre Partei, glaube ich, auch so ein bisschen ein Problem, was also die Corona-Pandemie angeht. Natürlich hat die AfD kein Problem damit, denn die haben nur integre Persönlichkeiten. Stellen Sie nicht solche Fragen. Also wirklich ziemlich dumme Fragen von Ihrer Seite. Was sind Sie denn für einer hier? Von welchem Verein sind Sie denn? Also unglaublich. Weidel wurde immer genervter und Lanz konnte mit viel Genuss die Situation auskosten. Herr Lanz, bitte so fair sein, wenn ich auf diesen... Auch teilweise. Also ich lasse Sie die ganze Zeit. Wirklich auf den Quatsch auch jetzt antworten darf, weil es Quatsch ist. Haben Sie gerade Quatsch gesagt? Ich habe gerade Quatsch gesagt. Nein, eigentlich hat sie Quatsch gesagt. Lanz ist also seit Monaten beliebt wie noch nie. Auch wegen der Corona-Umstände. Ohne Publikum? Deutlich politischer. Aber wie wird das, wenn alles wieder so ist wie davor? Wenn Lanz die Zuschauer wieder im Nacken sitzen und applaudieren? Verliert er dann seinen neuen Zauber wieder? Showboss Heidemann sagt dazu: Wir werden ohne Publikum bleiben, auch wenn es wieder möglich ist. Ja, hat es auch Diskussionen mit dem Sender gegeben, die auch erst gesagt haben, kommt doch wieder zurück. Aber dann haben wir denen auch erklärt, was das für uns für Vorteile auch mit sich bringt. Lanz bleibt also für immer ohne Publikum. Findet ihr das gut? Publikum raus oder rein? Oder denkt ihr, dass alle Lanz jetzt plötzlich toll finden? Das ist Quatsch. Ja, Quatsch. Meine Güte, wie unmotiviert das klingt. Deutlich motivierter ist David Hasselhoff. Der soll uns zum Impfen motivieren. Action. Und die EM geht los. Interessiert diesmal aber keinen. Da hilft nicht mal der offizielle EM-Beat-Bass-Banger-Song mit Bono. Und für allen, denen ein Bonusverbrechen an der Musik noch nicht grausam genug sind, unser neues True-Crime-Format. Aktenzeichen YX Spezial. Gegen 9 Uhr am nächsten Morgen macht sich Robert T. auf den Heimweg. Geplagt von Harndrang. Es kommt zu einer folgenschweren Verwechslung. Diesen ganzen Wahnsinn und die lustigsten Medienpannen der Woche, die gibt es jetzt in der neuen Folge Valulis Woche. Die bekommt ihr automatisch auf VHS zugeschickt mit jeder Programmbeschwerde an die ARD. Oder ihr klickt hier. Tada! Dann öffnet sich geschwind die ARD Mediathek. Ist die auch gut, Valulis, fragt ihr jetzt? Dann sage ich, ja, die ist gut. Die ist sehr, sehr gut. Viel Glück beim Linkklicken und bis bald. Hallo?
Haben Sie das Video gerade angeschaut? Bis zum Schluss? Ja, dann sollten Sie aber auch dran denken, Walulis Woche zu gucken. In der ARD Mediathek. Und diesen Kanal zu abonnieren und die Glocke zu drücken. Finden Sie jetzt alles hier um mich herum auf dem Bildschirm. Würden Sie das für mich tun?